Sag ihnen, nein, ich werde euch nicht folgen. Denn der rechte Weg, der Weg Allahs, das ist der Weg von Abraham. Der nur allein Allah verehrte und kein Götzendiener war. Und wenn sie fragen, was ihr glaubt, so sagt, wir glauben an Allah und glauben, was zu uns hinabgegeben wurde und was Abraham und Ismail und Isaak und Jakob und in den Stämmen Israels hinabgegeben ward. Wir glauben an was Moses und was Jesus und was allen anderen Propheten von ihrem Herrn empfangen haben. Wir unterscheiden zwischen keinem der Propheten und wir verwerfen keinen. Und ihm allein, Allah, sind wir ergeben als Muslime. Und Allah Ta'ala sagt, drum ruf sie auf, hier dem Koran zu folgen, dem wahren Glauben, dem Islam, und folgt dem geraden Weg Allahs, so wie es dir befohlen. Und sprich, ich glaube ja an was Allah hinabgegeben hat, an offenbarten Schriften. Und mir ist aufgegeben worden, zwischen euch gerecht und rechtens zu entscheiden. Allah ist unser aller Herr, gleichermaßen. Wir haben unsere Taten, für die alleinig wir nur Rechenschaft zu geben haben, und ihr habt die euren, die euch nur angerechnet werden. So sei kein Streit denn zwischen uns deswegen und zwischen uns und euch deswegen. Allah wird alle uns am jüngsten Tag zusammenbringen, und zu ihm geht aller Dinge Lauf und unser aller Streben. Und dies bedeutet fünftens, dass die Menschen anfangs auch nur eine und ungespaltene Glaubensgemeinschaft im weitesten Sinne waren. Allah, der Erhabene, hat die Menschen jedoch nicht ohne Rechtleitung von ihm sich selbst überlassen. Er sagt, ja, meint der Mensch denn, dass wir ihn ganz ohne Zweck erschaffen und ohne Leitung dann sich selber überlassen haben? Vielmehr schickte er in seinem Großerbarmen und seiner überfließenden Liebe Propheten, um die Menschen immer wieder an das Gebot der alleinigen Verehrung Allahs zu gemahnen und es von ihnen einzufordern. Und mit den Propheten, Friede sei mit ihnen, sandte er Gesetze, Regeln und Erklärungen, um den Menschen zu helfen, Allah wohlgefällig zu leben und ihren großen Sieg in dieser und in jener Welt zu erlangen. Doch trotz dieser Rechtleitung von Allah zerstritten sich die Menschen aus missgünstigem Neid aufeinander und im Streit um Auslegung und Bedeutung der Worte Allahs und im Streit um Vorrang voreinander. Allah, der Erhabene, sagt darüber, die Menschen waren anfangs nur ein einzig einig Glaubensvolk gewesen. Propheten sandte dann Allah zu ihnen als Künder froher Botschaft und als Mahner. Und mit den Boten sandte er das Buch hinab zu ihnen mit der Wahrheit, auf das es zwischen ihnen richte, worin sie so zerstritten und so uneins unter sich geworden waren. Doch gerade diese, denen so die Schrift gegeben wurde und zu denen dann auch noch Erklärungen zur Schrift gekommen waren durch Propheten, gerade diese trennten sich im Streite immer weiter voneinander, weil sie neidisch und voll Missgunst aufeinander waren und weil jeder glaubte, dass nur er allein die Wahrheit mit sich trage. Bei Allah, da gilt nur eine einzige Religion und das ist der Islam. Und jene, die zuvor die Schrift erhielten, sie zerstritten sich ja erst, nachdem sie Wissen durch Propheten dann von uns erhielten.
und sie voller Missgunst neidisch aufeinander würden, weil jeder nun vermeinte, dass er alleinig nur die Wahrheit mit sich trage und er allein das wahre, auserwählte Glaubensvolk nur sei. Und diese, Allah Ta'ala sagt, und diese eure Religion hier, der Islam, sie ist nur eine einzige Religion und nur ein einziger Weg zu gehen, aller Orten und zu allen Zeiten. Und ich bin euer Herr. So sollt ihr mich alleinig auch nur fürchten. Doch die Menschen haben sich sodann in Sachen ihrer Religion zerstritten und haben sich in Sekten und in Glaubensgruppen aufgespalten und eine jede Gruppe, die frohlockt und freut sich nun ob ihrer eigenen Glaubenssätze und Doktrinen. Allah hat euch zur Religion gegeben, was er Noah schon zuvor zur Religion gegeben hatte. Und was wir jetzt auch dir, Mohammed, offenbaren und was wir Abraham und Moses und auch Jesus aufgegeben, steht fest zu dieser einen Religion Allahs und ihren Regeln und steht in Einigkeit zusammen und splittert euch nicht auf in sich einander feindlich widerstreitende Parteien. Jene vor euch hatten sich erst dann in feindlich Gruppen und Parteien aufgespalten, nachdem zu ihnen Wissen und Erklärungen gekommen waren durch Propheten und sie dann voller Missgunst neidisch aufeinander sahen, weil jeder sich allein nur im Besitz der letzten Wahrheit wähnte und Vorrang vor den anderen suchte. Daraus folgt sechsten, dass der Islam auch keine neue vom Propheten Mohammed, Allah segne ihn und schenke ihm Frieden, begründete eigene Religion ist, wie immer wieder besseres Wissen behauptet wird. Der Islam des Propheten Mohammed geht in seinen Ursprüngen deshalb auch nicht auf christlich-jüdische Quellen zurück, wie gleichfalls immer wieder zu hören ist. Nein, der Prophet Mohammed, Allah segne ihn und schenke ihm Frieden, ist vielmehr ein Prophet, der die Botschaft der ihm vorausgegangenen Propheten bestätigt, nämlich, dass kein anderer Gott ist als der eine Gott Allah und dass nur dieser allein das Recht hat, von seiner Schöpfung verehrt zu werden. Allah, der Erhabene, sagt im Koran ja ausdrücklich, sag ihnen, O Mohammed, ich bin ja kein Prophet mit neuen Lehren. Ich folge ja allein nur dem, was mir hier von Allah geoffenbart und eingegeben wurde. Nicht mehr bin ich als nur ein klarer Warner. Wollen denn die Menschen niemals innehalten und gedenken und über den Koran hier reflektieren? Nichts anderes ist doch im Koran, nichts anderes haben sie doch im Koran erhalten an Leitung und Ermahnung, als was auch ihre ersten Väter schon erhalten haben. Und Allah Ta'ala sagt, wir haben dir hier offenbart, Mohammed, so wie wir Noah ja schon offenbarten und den Propheten, die danach ihm kamen. Sagt, wollt ihr mir im Ernst gebieten, anderen zusammen mit Allah zu dienen und sie zu verehren und gleich Allah sie auch zu fürchten und zu lieben? Und dir und den Propheten vor dir wurde offenbart, wenn du Allah hier Partner gibst, so werden alle deine Werke nichtig werden. Verlust wirst du nur auf Verlust erleiden und den verlorenen Verlierern wirst du wahrlich zugehören. Nein, allein Allah sollst du nur rufen und verehren und ihm allein den Dank nur sagen. Allah Ta'ala sagt, Allah hat euch zur Religion gegeben, was er Noah schon zuvor als Religion gegeben. Und was wir jetzt auch dir, Mohammed, offenbaren und was ihr Abraham und Moses und auch Jesus aufgegeben, steht fest zu dieser einen Religion Allahs und ihren Regeln. So folg nur dem, Mohammed, was dir von deinem Herrn hier offenbart und eingegeben wurde. Kein Gott ist außer ihm, Allah. Und niemand hat ein Recht, zusammen mit ihm angerufen und verehrt zu werden. Und kehr dich ab von allen denen, die Allah noch Partner geben.
Die Grundbotschaft des Propheten Mohammed, Allah segne und schenke ihm Frieden, war also die Bestätigung der Grundbotschaft aller vorausgegangenen Propheten, dass nur ein einziger Schöpfergott ist, der alles erschaffen hat und der als der alleinige Erschaffer auch alleinig Herr ist, der alles versorgt und in Weisheit bestimmt, der alles von seinem Wissen umfasst und von seinem Erbarmen durchdrungen ist. Und dass dieser eine Schöpfergott, der alleinig Herr ist, logischerweise auch allein nur das Recht auf Gottesdienst hat. Und dass niemand sonst von seiner Schöpfung ein Recht auf diesen Gottesdienst hat.